Vor einigen Wochen wurde der Wunsch geäußert, ich möge mich doch mal mit Oberleitungen beschäftigen. Zwar finde ich den Beitrag nicht mehr, aber ich meine, es wäre im Wesentlichen um Spannwerke gegangen. Also gucken wir uns mal an, wo die Dinger stehen, warum sie da stehen und wie sie aufgebaut sind. Auf diesem Kanal werden Filme zukünftig in mindestens zwei Auflösungen angeboten. Dieser Film ist die 4K-Variante, also hohe Auflösung, aber Werbung vor dem Film. Wer den Film ohne Werbung sehen will, muss ein YouTube-Premium-Abo abschließen. Oder er muss auf die SD-Variante dieses Filmes ausweichen. Die SD-Variante des Filmes kann oben rechts über die Infocard oder über den Link in der Videobeschreibung abgerufen werden, sobald sie verfügbar ist. So, und jetzt mal im Schnellformat. Bewerten, abonnieren, Glöckchen klicken und meinen anderen Kram angucken. Das war's. Viel Spaß beim Film und glaubt nicht alles, was ich sage. Oder denkt zumindest über das Gesagte nach. Detaillierter Blick aufs Vorbild. Zugegeben, es gibt bessere Bilder, um die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die Oberleitung zu lenken. Aber ich finde das Bild einfach zu schön, um es im Archiv dahin vegetieren zu lassen. Eigentlich dachte ich ja, die Stelle sei ganz gut, um Oberleitungen zu fotografieren. Aber bei genauerer Betrachtung, es sind einfach zu viele Leitungen und es ist ein zu unruhiger Hintergrund. Also wurden Beginn und Ende von Nachspannabschnitten, also die Stellen, an denen die nachgefragten Radspannwerke zu finden sind, an anderer Stelle fotografiert. Aber wo ich sowieso gerade da bin, kann ich gerade mal ein paar Detailaufnahmen von den Oberleitungen machen. Also mal gucken, was die Knipskiste so kann. Oder genauer gesagt, was die Sony RX 10 Mark IV trotz meiner unversierten Bedienungsversuche so liefert. Hier habe ich mal versucht, Fahrdraht und Fahrdrahthalter einzufangen. Ganz gut zu erkennen ist, dass der Fahrdrahthalter den Fahrdraht nicht komplett umfasst. Er greift lediglich in die beidseitig angebrachten Nuten im oberen Drittel des Fahrdrahts ein. Und hier ein weiteres Detailbild. Oben ist das Tragseil, unten ist der Fahrdraht, dazwischen ist ein Spannseil. Letztendlich nicht so ganz unwichtig sind auch Isolatoren. Hier im Bild ist einer zu sehen. Und hier mal ein Bild von einem Querspannwerk, um zu zeigen, wo Isolatoren so üblicherweise rumhängen. Aber natürlich besteht so eine Oberleitung nicht nur aus Nachspannstrecken und Quertragwerken. Hier ist ein schönes Beispiel von zwei ganz ordinären Streckenmasten. Der eine mit kurzem Ausleger und der andere mit langem Ausleger. Außerdem ist auf dem Bild noch was zu sehen, für das ich im Film Vorbilder 4, Details im Gleisbereich 2, noch kein Bild hatte. Die Haltepunkttafel NE6. Auch der angesprochene Film ist in der Playlist zu diesem Film hier zu finden. Zu erreichen ist die Playlist über die Infocard oben rechts in der Ecke oder über den Link unten in der Videobeschreibung. Ach ja, und eine Vorsignalbarke ist natürlich auch zu sehen. Nochmal ein kurzer Themenwechsel. Wer seine Modellbahn von mir planen lassen will, kann mich auch über YouTube kontaktieren. Dazu einfach von einem meiner Videos auf meine Kanalseite klicken, dort Kanalinfo anklicken und jetzt E-Mail-Adresse ansehen anklicken. Dann erscheint die E-Mail-Adresse, unter der ihr mich erreichen könnt. Nachspannabschnitte. Man denkt da ja nicht immer dran, aber selbst fingerdicke Leitungen können ein enormes Gewicht entwickeln, wenn sie nur ausreichend lang sind. Auch zu beachten ist die unterschiedliche Länge von Metallen bei unterschiedlichen Temperaturen. Das alles hat zur Folge, dass beispielsweise von Genua nach Rotterdam nicht ein einziger Fahrdraht von Genua bis Rotterdam reicht, sondern sich viele kürzere Fahrräte überlappend abwechseln, bis das Ziel erreicht ist. Die Bereiche, in denen so ein Fahrdrahtwechsel vollzogen wird, nennen sich Nachspannabschnitte. Je nach Bauzeit und Bauart werden die Nachspannabschnitte in zweifädrige und dreifädrige Nachspannabschnitte unterschieden. In den frühen Jahren der Elektrifizierung waren es wohl im Wesentlichen zweifädrige Überlappungen, wobei mit frühen Jahren natürlich die Zeit der Weimarer Republik bzw. der Deutschen Reichsbahn gemeint ist. Bei der Bundesbahn wurden die Nachspannabschnitte eher dreifädrig ausgeführt, so wie hier in der Schemazeichnung. Dem mitdenkenden Zuschauer wird sich sicher längst erschlossen haben, dass mit den Feldern die Bereiche zwischen den Masten gemeint sind. Neuere Konstruktionen von Nachspannabschnitten haben nach meinen Informationen übrigens mehr als drei Felder. Auf jeden Fall sind sie aber deutlich länger als in der Frühphase der Elektrifizierung.
Das liegt wohl im Wesentlichen daran, dass der Übergang zwischen zwei Fahrträten umso sanfter wird, je länger der Übergangsabschnitt ist. Und je höher die gefahrenen Geschwindigkeiten werden, desto geschmeidiger muss dieser Übergang sein. So, genug der Theorie, jetzt gucken wir uns mal so einen Nachspannabschnitt in der Realität an. Am im Bild rechten Mast ist ein Radspannwerk zu erkennen. Ihm gegenüber steht links von einem Baum verdeckt, ebenfalls ein Turmmast mit Radspannwerk. Links im Bild und rechts außerhalb des Bilds stehen die beiden Turmmasten mit den doppelten Auslegern. Und hier ist schon das zweite Paar Turmmasten mit den doppelten Auslegern. Wenn wir den Blick noch weiter nach rechts wenden, dann sehen wir die beiden anderen Turmmasten mit den Radspannwerken. Da der Autofokus lieber das Gebüsch statt den Masten fokussiert hat, gucken wir uns das Ganze mal aus einer anderen Perspektive an. Und jetzt nicht ablenken lassen, es geht immer noch um den Nachspannabschnitt. Hier ist übrigens der Turmmast, der bei Minute 44 von einem Baum verdeckt wurde. Und hier vorne steht übrigens der andere Turmmast mit Radspannwerk an diesem Gleis. Nach Minute 5 war er ja aus verschiedenen Perspektiven in diesem Video zu sehen. So, das war's wieder mal. Den nächsten Film gibt's am Donnerstag, vielleicht auch am Montag. Wenn ihr keinen neuen Film verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Klickt nach dem Abo aufs Glöckchen, wenn ihr für jeden neuen Film eine E-Mail-Benachrichtigung wollt. Damit meine ich übrigens nur wirklich neue Filme und nicht alte Filme in neuer Auflösung. Ansonsten wäre jetzt die Gelegenheit, sich die Playlist zu diesem Film anzugucken. Oder zumindest einen Teil daraus.